Mein Name ist Hanna Preger und ich bin die ehemalige Inhaberin der Waldgaststätte zur Alten Eiche hier in Frohnsdorf. Ich bin immer noch leidenschaftliche Gastronomin und stolz, Teil dieser Branche zu sein. Und ich möchte, das ist mein größter Wunsch, dass alle Gastronomen und touristischen Dienstleister bei uns in der Reiseregion Fläming stolz nach draußen gehen und sagen, wir arbeiten in einer richtig, richtig tollen Branche. Wir haben in den letzten Jahren einen massiven Abgang von Arbeits- und Fachkräften gehabt. Und jetzt kämpfen natürlich die Betriebe darum, dass sie Leute haben, die hier im Tourismus arbeiten. Insofern haben wir hier ein War of Talents. Und das ist schade, weil wir viele Gäste haben, die jetzt die Region neu entdeckt haben. Also das heißt, eine steigende Nachfrage in den letzten Jahren bei einem sich immer mehr einschränkenden Angebot, also eine gefährliche Schere. Als Landrätin des Landkreises Teltow-Fläming sehe ich täglich die große Bedeutung einer gut funktionierenden Gemeinschaft. Und dass das so bleibt hier in unserer Region, dem Fläming, dafür sind natürlich auch neue Fachkräfte und Arbeitskräfte notwendig und vor allen Dingen sie auch dauerhaft in unserem Bestand zu halten. Ja, für mich als Landrat ist die Tourismusbranche selbstverständlich eine Herzensangelegenheit. Tourismus bringt Menschen in die Region und ist damit ein großer Wirtschaftsfaktor. Wenn man Gastgeber ist und gerne Gastgeber ist, verliert man, glaube ich, auch nicht die Hoffnung, dass wir noch Mitarbeiter finden. Das Image der Gastronomie, der Hotellerie, der touristischen Dienstleister ist halt seit Jahren schlecht, weil es immer in Verbindung mit Wochenendarbeit, mit Feiertagsarbeit, mit wenig Freizeit, schlechter Bezahlung und familienunfreundlich in Verbindung gebracht wird. Und dementsprechend arbeiten wir da quasi gegen so einen Berg an. Eine Arbeitgebermarke trägt dazu bei, dass ich mich erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt positionieren kann. Und das Ganze haben wir halt für die gesamte Region Fläming entwickelt. Die Arbeitgebermarke heißt, die Verwirklicher wirken im Fläming. Und die heißt deshalb so, weil wir das Arbeiten nicht als reines Arbeiten sehen, sondern wir wirken, jeder für sich, auf seiner Position. Ob nun im Housekeeping oder in der Küche oder Büro fürs Marketing, also jeder hat eine Wirkung am Arbeitsplatz. Und nicht nur eine Wirkung dem Gast gegenüber, sondern auch eine Wirkung gegenüber den Kollegen. Also der Umgang mit den Menschen ist auf jeden Fall der Schlüssel. Vor dem Job, den wir jetzt machen, andere Dinge schon gemacht, im Büro und so weiter. Und das Thema Wertschätzung ist auch ein wichtiger Fakt. Also bei Hochzeiten ist es so, dass eine direkte Wertschätzung immer kommt. Ich habe noch nie einen Beruf gemacht, der so viel positives Feedback gebracht hat. Und das ist was ganz viel Energie gibt. Und das ist der Ausgleich für diese langen Arbeitszeiten. Ganz wichtig sind unsere Wirkstätten. Wirkstätten, weil es von Verwirklichen oder etwas Bewirken kommt. Unsere Wirkstätten oder Workshops sind dafür gedacht, dass wir zum einen den Betrieben zeigen, wie könnt ihr eigentlich von der Arbeitgebermarke partizipieren. Punkt 1. Und Punkt 2 ist, was sind nochmal so spezifische Themen, auf die ich achten muss? Also wie schreibe ich zum Beispiel erfolgreich eine Stellenanzeige? Was muss ich beachten? Was muss ich beachten, wenn ich jemanden on- oder offboarde? Was ist dabei zu beachten? Ja? Wie gelingt es mir, Mitarbeiter zu binden? Das sind alles Themen, die wir vermitteln wollen. Ein zweiter Punkt ist das Thema Vermarktung oder in dem Fall ja eher Sichtbarkeit. Ne? Also, dass wir natürlich auch kommunizieren wollen, hier ist eine attraktive Region zum Arbeiten und damit vielleicht auch zum Leben. Das ist wieder für die Landkreise auch ganz interessant. Und mit dieser Kampagnenarbeit wollen wir dann in erster Linie in Richtung der potenziellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer trommeln und nicht in Richtung der Gäste. Aktuell ist ein Tourismustag für Kinder geplant. Wir wollen damit schon in die Grundschulen gehen, um einfach da so ein bisschen auch vielleicht den Eltern zu zeigen, ey, es ist etwas Gutes, wenn ihr Kind in der Gastronomie anfängt zu arbeiten oder in der Hotellerie. Im Tourismus zu arbeiten heißt einfach ganz nah am Menschen zu sein, ganz nah am Gast zu sein oder auch am Einheimischen. Es ist etwas, wo man ja mit einem positiven Produkt einfach von morgens bis abends zu tun hat. Tourismus ist ja per se, das Reisen, immer etwas, was positiv ist, was Spaß macht. Die Holpersteine gehören dazu und machen es auf einer Seite auch ein bisschen interessant, jeden Tag eine neue Herausforderung zu haben. Es ist manchmal schwer, klar, aber es gibt dann die Momente, wo die Gäste sagen, Mensch, das habt ihr toll gemacht und
deswegen kommen wir auch zu euch und dass es dann eben das die Bestätigung auch ist. Ne? Die Motivation nehme ich von meinen Gästen. Wenn ich denen einen schönen Abend bereite oder die sich nach einer Feier bei mir bedanken, mich anlächeln, Tränen in den Augen haben und sagen, danke, danke für diesen tollen Tag, dann weiß ich, ich habe den richtigen Beruf gewählt, ich habe den besten Job der Welt und ich mache das total gerne. Nur wenn wir das gemeinsam machen, können wir hier den Arbeits- und Fachkräftemangel etwas entgegensetzen. Und das war immer schon eine Stärke, dass wir Dinge hier gemeinsam gemacht haben, dass wir Netzwerke gesponnen haben im Fleming. Insofern glaube ich, wir schaffen das und wir können hier gemeinsam was bewirken und darauf freue ich mich.